Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 21, Hardstyle Camping. Hallöchen, liebe Individualisten. Hier ist mal wieder der Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 21. Was gibt's heute? Es gibt heute einen Ausblick auf den Kurzurlaub in Kärnten. Es gibt ein paar neue Infos über neue Ausrüstung. Und es gibt allen voran den Bericht über das Zeltwochenende. Ja, das Zeltwochenende in Rauchwart im Burgenland mit den Schlittenhunden. Das ist natürlich das Titelthema heute. Und das Ganze fing an offiziell am Freitagvormittag, wobei ein paar Leute schon am Donnerstag oder sogar am Mittwoch schon angereist waren. Ich bin dann am Donnerstag am Abend und am Freitagvormittag noch bei meinem Chef gewesen, weil wir einen 3D-Drucker zusammengebaut haben. Das ist aber eine andere Geschichte. Und bin dann erst freitags am Nachmittag, frühen Nachmittag erst im Burgenland dann angekommen. Also Rauchwart liegt im südlichen Burgenland, schon ziemlich weit unten und ist ja von Wien weg ungefähr ja, 2 Stunden zu fahren. Und ja, ich bin dann am Nachmittag angekommen. Und es hat, ich glaube, irgendwas bei 34 Grad oder so gehabt. Es war brütend heiß, schwül und strahlend blauer Himmel. Und kaum war ich dort, habe ich gleich mal meine Taufe erfahren. Sprich, das Ganze ist ein Campingplatz, der an einem Badesee liegt. Und ihr vermutet es wahrscheinlich schon, ja, nachdem Handy, Autoschlüssel und so weiter abgegeben waren, ging es dann erstmal mitsamt Gewand und Schuhen in den See hinein. Das haben sie, warum auch immer, einfach mal eingeführt, kurzerhand, für dieses Wochenende. Das war aber nicht so ganz unangenehm, muss ich sagen, weil dadurch, dass es so heiß war, habe ich das eigentlich ganz als angenehm empfunden eigentlich, weil es eine schöne Abkühlung war. Und auch sonst war es wieder mal ganz nett, an dem See zu sein. Das einzige kleine Manko, was wir heuer hatten, war, dass der See durch die lange Wärmeperiode, die wir gehabt haben, vorher einfach schon verdammt aufgeheizt war und wahrscheinlich knapp an die 30 Grad Wassertemperatur gehabt hat oder so. Oder zumindest irgendwas bei 26, 27 Grad hatte der auf jeden Fall. Und deswegen war dann auch eine Pumpe aufgestellt und jeden Tag am Morgen fuhr dann das Motorboot durch den See, um einfach Sauerstoff in den See hineinzubringen, damit der See nicht kippt. Also das war schon so ein bisschen hart an der Grenze, aber ja, hat jetzt den Badespaß nicht unbedingt getrübt. Und ja, es ging dann weiter. Der Freitag verlief an und für sich relativ ereignislos. Das Einzige, was dann war, wie irgendwie mittlerweile fast jedes Jahr, ich weiß nicht, wie wir das immer wieder schaffen, aber wir hatten auch heuer wieder genau am Freitag, am Abend, ein Unwetter. Das ist, wir waren jetzt heuer das 5. Mal dort und es ist mittlerweile das 3. Mal, dass das uns passiert ist, und zwar jedes Mal am Freitag. Freitagabend, das ist irgendwie wie das Amen im Gebet. Und es ging mal wieder ein wirklich mörderischer Wolkenbruch nieder, ein Gewitter mit Starkregenfällen, mit Sturmböen, mit Blitz, mit Donner, mit allem, was irgendwie dazugehört. Und soweit haben wir das eigentlich ganz gut überstanden, bis auf, ich glaube, 3 Zelte waren es. 2 davon waren komplett nass.
Und das dritte Zelt war so in einer Ecke leicht feucht. Mein Zelt hat zum Glück nicht gehalten, wobei ich dann gesehen habe am nächsten Tag, dass ich das auf jeden Fall mal bei Gelegenheit jetzt mal nachimprägnieren muss, weil so ganz hundertprozentig ist es nicht mehr. Und das Ganze sollte ich natürlich nach Möglichkeit noch vor dem Trainingslager in der ersten Septemberwoche machen, weil sonst werde ich da möglicherweise ein Problem kriegen dann in Rohr im Gebirge. Ja, da muss ich jetzt aber erstmal schauen, was ich an Imprägnierungsmitteln daheim habe, was ich dann am geschicktesten verwenden kann. Ja, muss ich mal schauen. Aber das Zelt hat grundsätzlich dicht gehalten. Ich habe problemlos und bedenkenlos im Zelt schlafen können. Es hat auch den Sturm einwandfrei überstanden, obwohl wirklich ziemlich starker Wind war. Also das war schon nicht so von schlechten Eltern. Also Sturmböen sicherlich bis, ich sage mal so 85, 90 Stundenkilometer geschätzt. Da ist schon ganz schön viel geflogen auch. Ja, das war der Freitag. Das Unwetter hat sich dann verzogen am Abend und ja, dann gab es noch das obligatorische Zusammensitzen natürlich bis, ja, keine Ahnung, irgendwann um, was war es da, 10:30 oder so? Keine Ahnung, irgend sowas. War also nicht ganz so schlimm. Und ja, dann kam der Samstag, der war, ja, im Prinzip so ein bisschen durchwachsen. Aber war insofern ganz angenehm, weil es nicht so brütend heiß war. Jetzt hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass wir mit den Hunden noch ein bisschen was machen haben können. Also in der Früh so gab es mal die eine oder andere Runde mit dem Rad oder dann untertags auch mal den einen oder anderen Spaziergang entlang der Fischteiche, die dort neben dem Campingplatz noch sind und rund um den Stausee. Das, ja, wurde natürlich genutzt. Wenn es nicht ganz so heiß ist, das, ja, hat man einfach ausnutzen müssen. Und am Sonntag war es dann wieder komplett strahlend blauer Himmel, als wenn nie etwas gewesen wäre und verdammt heiß und, ja, so wie immer halt. Ich meine, der Vorteil war natürlich, die Zelte sind gut abgetrocknet. Wir haben die einpacken können, ohne dass die großartig nass gewesen wären, und es hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn man dann nicht daheim das Ganze nochmal aufbauen muss und austrocknen lassen muss. Und damit war dann eigentlich im Großen und Ganzen das Campingwochenende auch schon wieder vorbei. Also wir haben dann den Sonntag natürlich noch ausgenutzt und sind dann erst so gegen 16:30 sowas am späten Nachmittag erst weggekommen von Rauchwart. Ich bin dann noch mal zu meinem Chef rausgefahren, ein paar Teile holen, die er auf einem unserer 3D-Drucker gebaut hat, die ich für die Arbeit benötigt habe. Und bin dann nach Hause, war dann um, weiß nicht, irgendwas 21:30 oder sowas, glaube ich, am Abend dann daheim. Und habe dann natürlich den Podcast nicht mehr aufgenommen, so wie ich das ursprünglich vorgehabt hätte. Es ist jetzt mittlerweile Dienstag geworden, wo ich das Ganze aufnehme. Also es ist jetzt Dienstag 8:30 am Abend, wo ich das Ganze jetzt aufnehme. Weil ja, der Montag auch ein bisschen stressig war. Spät heimgekommen von der Arbeit und dann noch zu meinem Bruder rauf. Und ja, jetzt habe ich heute Abend endlich mal die Zeit gefunden, mich da hinzusetzen und euch wieder ein bisschen zu berichten. Ne? Geht ja nicht, dass da nichts online geht, das kann es ja nicht sein. Jo, das war's mal. Ja, fast. eins natürlich noch zum Zeltweekend. Das Ganze heißt ja offiziell Zeltweekend. Ne? Aufgrund dieser Unwetter, die wir aber irgendwie mittlerweile jedes zweite Jahr irgendwie haben, hat dieses Camp auch einen kleinen Beinamen bekommen, weil bei uns heißt das einfach nur mehr Hardstyle Camping. Ja, es ist immer irgendwie Unwetter und es fliegt alles, es ist alles nass und ja, aber wir lassen uns davon natürlich nicht unterkriegen, weil wir sind ja hart im Nehmen, wir sind ein bisschen was gewöhnt und
Wir vertreten einmal prinzipiell die Ansicht, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Ausrüstung. Und nachdem die Ausrüstung im Allgemeinen mittlerweile ganz okay ist bei den meisten, überstehen wir das im Normalfall eigentlich auch ganz gut. Und ja, aber aufgrund der ganzen Situationen rundherum ist das einfach Hardstyle-Camping pur, ne? Jo, das hat sich halt bei uns so eingebürgert, ne? Ja, damit lasse ich es aber mal mit dem Bericht über das Hardstyle-Camping gut sein. Und gehe mal zu dem nächsten Thema, nämlich das Thema Ausrüstung. Allen voran das Thema Mikrofon. Ihr wisst es ja, ich habe bis jetzt die meisten Podcast-Folgen, speziell wenn ich irgendwo unterwegs war draußen, aufgenommen mit einem Ansteckmikrofon, mit einem sogenannten Lavalier-Mikrofon, also so ein Krawattenmikrofon, was man sich irgendwo am Hemd anstecken kann oder so. Und da habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, wie ich am Schneeberg war, dass ich den Windschutz irgendwie vergessen habe und irgendwie ist der aber daheim auch nicht aufgetaucht, was mich irgendwie stutzig macht. Ich habe keine Ahnung, wo ich den angebaut habe. Aber das ganze Mikrofon hatte noch eine zweite Macke, weil das Ganze war ein, ja, muss man eigentlich sagen, ein billiges Mikrofon, hat, glaube ich, irgendwas bei nicht mal 5 Euro gekostet oder so. Für das war die Qualität eigentlich ganz okay, aber natürlich die Klangechtheit war jetzt nicht so überragend und berauschend. Deswegen habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, mir doch mal ein etwas besseres Ansteckmikrofon zu kaufen. Und zwar habe ich mir genommen ein Ansteckmikrofon von der Firma Rode, wo ich also auch den Mikrofonarm her habe. Und die haben nämlich ein ganz interessantes Ansteckmikrofon. Das Ding nennt sich Smart Lav, also Lav wie eben für Lavalier. Und der große Vorteil ist, das Ding hat einen vierpoligen 3,5 mm Klinkenstecker. Das heißt, man nimmt das Ding, steckt es ans Smartphone an und kann damit aufnehmen. Ich brauche keinen Adapter und gar nichts dazu, sondern ich nehme das, stecke das ein und kann mit jeder beliebigen Audioaufnahme-App aufnehmen mit diesem Mikrofon. Und auch die Aufnahme jetzt gerade mache ich mit diesem Mikrofon. Ist die erste wirklich produktive Aufnahme, muss ich auch dazu sagen. Also auch so ein bisschen, ein erster Versuch mal, wie das ausschaut. Die ersten Tests waren recht vielversprechend, weil die Klangqualität und die Echtheit der Aufzeichnung, was jetzt in Bezug auf das, was man so normal hört, eigentlich sehr gut war. Und ich hoffe, dass es da jetzt auch der Fall ist. Auf alle Fälle, der große Vorteil an dem Ding ist, dieses Mikrofon ist omnidirektional. Und das heißt, es ist relativ unempfindlich dagegen, wenn man mal den Kopf so ein bisschen zur Seite dreht oder sonst was. Und das finde ich schon mal sehr positiv eigentlich, wenn man auch mal so sich ein bisschen bewegen kann, ohne dass gleich die Aufnahmequalität komplett darunter leidet und eigentlich dann die Lautstärke gleich mal komplett flöten geht. Das Ganze ist natürlich nicht so ganz billig, muss man auch dazu sagen. Hat einen Preis von, ich glaube, irgendwas bei ungefähr 50 Euro. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, muss ich schnell auf die Rechnung schauen. Die habe ich da immer noch irgendwo liegen. Ja, genau. 49,42 Euro, ganz genau. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist auch ein Windschutz mit dabei. Ein recht kompakter, den man da draufstecken kann. Wie sich das ganze Ding jetzt draußen verhalten wird, habe ich noch keinen Plan. Ich habe noch keine Ahnung. Ich war damit noch nicht draußen. Das heißt, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was sich da so ergeben wird. Und wie sich das verhalten wird, wenn dann wirklich mal ein bisschen Wind ist und so. Mal schauen, kann ich halt noch nicht sagen. Aber so bis jetzt macht es mal einen ganz guten Eindruck, vor allen Dingen, was eben die Klangqualität angeht und die sozusagen die Echtheit der Klangfarben vor allen Dingen. Das heißt, es dürfte einfach das Frequenzspektrum, das dieses Mikrofon aufzeichnen kann,
deutlich größer sein als halt bei dem billigen Mikrofon, was auch klar ist, irgendwo muss sich ja der Preis auch rechtfertigen. Also von dem her schaut das schon mal ganz gut aus und ich bin da guter Dinge, dass jetzt auch die Tonqualität dann zukünftig jetzt ab dieser Folge jetzt auch nochmal deutlich gesteigert wird, auch bei den Aufnahmen, die ich dann von draußen, von unterwegs aus dann mache. Ja, alles Weitere zu dem Mikrofon wird es dann in einer der nächsten Sendungen dann geben. Mal schauen, wann ich da mal soweit alle möglichen Praxistests durch habe. Ja, werde ich dann sehen. Aber da gibt es auf jeden Fall nochmal irgendwann einen kleinen Update-Status dazu, wie ich denn jetzt zufrieden bin mit dem Ding und so weiter. Aber jetzt fürs Erste soll es das mal gewesen sein. Das nächste, was ich mir zugelegt habe, ist eine neue Kamerahalterung für meine Spiegelreflexkamera. Und zwar eine Gürtelhalterung, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, kennt es vielleicht, und zwar den Spider Pro. Das Ganze ist im Prinzip eine Tragevorrichtung, die man auf jeden Gürtel hängen kann. Also ich habe mir da das Erweiterungskit genommen, dass man dann eben auf jeden Gürtel im Prinzip draufhängen kann. Also im Original ist ja ein Gurt dabei. Und den habe ich aber nicht genommen, weil den Gurt eigentlich brauche ich nicht, weil ich hänge das entweder auf meinen normalen Hosengürtel oder ich hänge das irgendwo auf einen Rucksack drauf. Damit brauche ich eigentlich diesen zusätzlichen Gurt de facto nicht. Großer Vorteil von dem Teil ist, dass da auch eine schöne große Hüftplatte dabei ist. Das heißt, die Kamera schlägt jetzt nicht direkt am Fuß an oder so, sondern das Ganze wird dann nochmal ein bisschen gedämpft. Der zweite große Vorteil ist, da wo die Kamera wirklich drauf hängt, das sind alles Metallteile. Also das ist kein billiges Plastikzeug, sondern das ist wirklich massives Metall. Und zwar Stahl und nicht Alu, sondern wirklich Stahl. So richtig schön massiv, natürlich etwas gewichtbehaftet, muss man auch dazu sagen, aber wirklich stabil, robust und das hält definitiv einiges aus. Und bei der Pro-Version ist auch eine große Kameraplatte dabei, die einfach den Vorteil hat, dass man das Ding nicht nur auf diese Gürtelhalterung draufhängen kann, sondern man kann auf diese große Platte dann auch nochmal eine Stativplatte unten draufschrauben und kann somit die Kamera auch gleich sehr leicht dann auch eben auf ein Stativ draufpacken, ohne dass man jetzt großartig jetzt nochmal erst die Stativplatte draufschrauben muss und so weiter. Und man kann sie aber trotzdem bequem an der Hüfte tragen. Das Ganze funktioniert mit so einem Pin, der da eben eingehängt wird in dieser Halterung. Bin vom ersten Eindruck her sehr zufrieden. Den Praxiseinsatz wird es jetzt dann bei unserem Kurzurlaub in Kärnten geben. Zu dem komme ich aber dann nachher noch im Detail. Und da wird es jetzt so sein, dass das Ding einmal am Hosengurt hängen wird und einmal eben auch mal am Rucksack und so weiter. Also da werden wir jetzt dann sehen, wie sich das Ganze dann tatsächlich im Praxiseinsatz bewähren wird. Ist auch nicht ganz billig, das Ding, weil das kostet so um die 120 Euro. Ich habe es bestellt bei enjoyyourcamera.com. Wer da auch einkaufen will oder wer da vor allen Dingen mit ein bisschen Rabatt einkaufen will, der soll sich mal den Fotopodcast Happy Shooting reinziehen, zu finden unter happyshooting.de. Vom Chris und vom Boris, die beiden machen da eine sehr interessante Sendereihe, sind mittlerweile bei weit über 300 Ausgaben. Also, wer den nicht kennt, einiges zum Nachhören. Und von denen gibt es einen Gutscheincode für Enjoy Your Camera, wo man also Rabatt, dann 5% Rabatt bekommt auf jeden Einkauf. Den Gutscheincode verrate ich jetzt aber an dieser Stelle natürlich nicht, weil da müsst ihr euch schon den Podcast anhören, damit ihr in den Genuss kommt, diesen Rabatt auch nutzen zu können. Weil schließlich soll ja der Podcast auch wirklich gehört werden. Und nicht nur der günstige Gutscheincode abgezogen werden.
Ja, und das Dritte, was ich mir noch gekauft habe, ich glaube, ich habe es in einer der letzten Sendungen schon mal anklingen lassen, ist eine neue Stirnlampe. Und zwar die HP 11 von Phoenix. Eine sehr geniale Lampe, muss ich sagen. Ich habe es am Campwochenende mitgehabt und habe sie da ein bisschen ausprobiert. Und das Ding leuchtet echt brutal weit. Das Ding hat 277 Lumen. Ist natürlich bestückt mit LED. Und das Ding leuchtet echt weit. Also ich bin wirklich mit dem Licht komplett über den See gekommen, der jetzt nicht klein ist. Und habe am anderen Ufer gegenüberliegend noch einiges gesehen. Mitten in der Nacht, es war wirklich stockfinster. Und ja, das war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Das hat was können, also damit bin ich schon mal sehr zufrieden im ersten Schritt. Der wirkliche Praxiseinsatz fehlt natürlich noch ein bisschen, weil so wirklich nachtwanderungsmäßig war ich noch nicht unterwegs. Da muss ich noch ein bisschen mich spielen und ein bisschen probieren. Aber so im Großen und Ganzen hat mir das schon mal sehr gefallen. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war die Prozedur, die ich hinter mich bringen musste, um an diese Lampe zu kommen. Weil ich habe sie ursprünglich bei einem Online-Shop gekauft, wo ich auch schon eine andere Lampe, nämlich die M30 Triton, damals von Olight, gekauft habe. Und die Lampe war damals nach 2 oder 3 Tagen, nach Bestellung war die bei mir. Das hat diesmal irgendwie nicht wirklich funktioniert. Ich habe da über mehrere Wochen immer wieder mit dem Support geschrieben. Wobei ich jetzt dem Online-Händler gar keine Schuld geben kann und will, weil offensichtlich das Paket nach einem Tag nach Bestellung versendet worden ist. Das Problem an der Geschichte war nur, dass dieses Paket offensichtlich bei der Post irgendwo verloren gegangen ist. Also das Backel ist irgendwo verschwunden, wurde nie zugestellt, wurde entweder gestohlen oder verloren, keine Ahnung. Und ist leider nicht mehr aufgetaucht. Und dann war das Problem, dass der Händler auch die Lampe nicht mehr lagernd hatte. Also das war die letzte Lampe, die sie da verschickt haben. War leider ein bisschen blöde Situation. Ich habe die Lampe dann nach einigen Wochen hin und her schreiben storniert, weil ich wollte die natürlich zum Campwochenende haben. Klar. Und das wäre sich einfach nicht mehr ausgegangen. Jetzt habe ich die Lampe stornieren müssen, habe aber, muss ich dazu sagen, rechne ich dem Händler sehr hoch an, einen Gutschein bekommen für den nächsten Einkauf. Und ja, habe dann die Lampe bei einem großen Online-Händler gekauft, wo sie zwar eine Spur teurer war, aber nicht wesentlich. Und habe die dann auch gewohnt nach 2 oder 3 Tagen bei mir daheim gehabt. Ja, so viel zu der Lampe. Also wie gesagt, ausführliche Tests wird es dazu noch geben. Wann genau, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht jetzt doch in Kärnten mal, vielleicht ergibt sich was. Mal schauen, was wir da unten so treiben werden. Ich habe noch keine Ahnung. Aber ja, das soll es jetzt mal an dieser Stelle zu der Lampe gewesen sein. Apropos Kärnten. Ihr wisst ja, kommendes Wochenende, also eigentlich ab morgen Mittag, sind wir in Kärnten, beziehungsweise morgen Mittag machen wir uns auf den Weg. Nach Kärnten werden dann spätere Nachmittag dann unten sein und werden dann das lange Wochenende, das wir über den 15. August in Österreich haben, dann da unten sein. Und ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass wir eigentlich da unten in Villach, in den umliegenden Seen, tauchen gehen wollten. Ja, ihr merkt es schon, Betonung liegt auf wollten. Daraus wird wohl leider nichts werden, weil mein Bruder mich heute in der Früh um 7 angerufen hat und mir gesagt hat, dass er eine Mittelohrentzündung hat. Das heißt, damit ist
das Tauchen mal erledigt. Wird sich nicht spielen. Ja, mal schauen, wir werden sicherlich andere Aktivitäten finden, was wir machen können. Also wir werden sicher spazieren gehen und vielleicht kleine Wanderungen machen und so weiter und dann sicher auch mal in die Therme und so. Also da wird uns sicher was einfallen, Fahrt wird uns sicher nicht. Und es wird auf jeden Fall ein gutes, gemütliches Entspannungswochenende für uns alle werden. Und irgendwie können wir das, glaube ich, momentan alle miteinander sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, also ihr merkt es gerade, ich weiß noch nicht wirklich, was wir in Kärnten genau tun werden. Mal schauen, muss dann mal schauen, ob ich irgendwo vielleicht die eine oder andere Tour mal raussuchen kann, die wir da machen können. Mal schauen. Aber auf alle Fälle, ja, es wird sicher was geben, wo ich euch wieder ein bisschen was berichten kann. Und das werde ich dann natürlich auch tun. Und ja, damit bin ich eigentlich für heute auch mal wieder durch. Ich denke, es genügt eh schon wieder. Quatsch ist eh schon wieder lang genug eigentlich. Keine Ahnung, ob man überhaupt noch mehr zuhört. Ja, auf alle Fälle, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß bei euren Touren. Und das Wetter soll ja jetzt auch wieder besser werden. Also genießt das. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at